Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Arturo beim Clan Bethes. Ja, so ein bisschen stehen mir die Nackenhaare jetzt schon wieder hoch, wenn ich in die Events gucke. Ich meine, okay, Angry Angels mit den Heilern und dem Wut, das können wir noch durchgehen lassen. So ein paar Tage Queen Walk oder Bowler Walk oder was auch immer. Also irgendwas mit Heiler sicherlich, aber 4 Tage, 12 Stunden schon wieder die nächsten Clan Games. Oh, oh Mann. Und die Woche zuckt sich ja so ein bisschen hin wie Kaugummi, was ich gar nicht gezogen hatte, ja. Richtig coole Geschichte. Ich habe, na, kann es noch einer toppen? Ich habe 9 Bäume. 1, 2, 3 der Ecke. 1, 2, 3 in der Ecke sind 6 Bäume. Hier unten habe ich leider nur 1, 7, 8, 9. 8, 9, da ist er. Ich denke mal, die werde ich aber so hier unter abbauen. Die in den Ecken, die werde ich wahrscheinlich stehen lassen. Und ja, ich bin den ganzen Tag da nicht zugekommen, hier überhaupt mal was einzusammeln. Beziehungsweise ich konnte mich ganz schlecht entscheiden hier, was nehme ich denn jetzt eigentlich, und ich bin bei fast allen meinen Charakteren, ja, habe ich einfach hinten angefangen. Meine Magic Truhe ist leer, sie ist leer, und deswegen müssen wir die irgendwie füllen. Und ich gucke mal, ich brauche hier zum Beispiel kein Zauberbuch, glaube ich zumindest. Ich nehme es trotzdem mal, vielleicht brauche ich ja doch mal ein Zauberbuch. Hier habe ich jetzt schon die Tränke genommen, dann nehmen wir hier die Tränke. Diesen Verstärkungstrank brauche ich leider nicht. Da nehme ich dann doch eher die Gems für. Den nehme ich, weil da habe ich wirklich keinen mehr von. Und den nehme ich nicht, sondern ich nehme den. Also ich kann zumindest alles adden. Und jetzt müsste ich gleich, ich hoffe mal, die Truhe auch wieder rappelvoll haben, denn die war leer. Ich hatte glaube ich, nur noch ein Verstärkungsbuch hier. Ein Verstärkungstrank, nämlich diesen hier. Also den, wo ich meine Truppen auf Max-Level bringe, die use ich überhaupt nicht. Ich denke mal, die kann ich demnächst mal so ein bisschen im Nachtdorf einsetzen. Also hier ist alles, Produktion ist hier stehen geblieben, hätte ich mal fast gesagt. Und nicht nur im Tagdorf, auch im Nachtdorf ist das stehen geblieben. Und ich habe 1700, ich weiß gar nicht, ob ich damit was machen kann. Ah ja, ich kann diese komischen Ballons hier weitermachen, das mache ich auch. Denn ich brauche eine Alternativarmee hier. Ihr seht das hier zu meinen Erdtruppen. Denn mit dem bringe ich gar nichts mehr. Mit dem bringe ich hier nichts mehr zustande. Deswegen nutze ich schon die Lufttruppen. Aber es ist nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Denn von so einer Base hier, da muss mindestens immer der Multimörser muss weg. Ist einfach so. Der tut meinen Hexen sehr weh. Und es muss, der Brutzler wäre auch nicht schlecht. Hier steht er jetzt hinterm RH. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich nehme diese Truppe trotzdem immer ganz gerne hier. Um das einfach ein bisschen zu üben. Ich weiß, ich verliere da ein paar Pokale. War ja schon immer die ganze Zeit nötig, dass ich immer wieder in der Liga so abfalle, hier die 4000 nicht mehr packe. Und jetzt muss ich aber ein bisschen meine Hexen hier ablenken. Oh, der hat Luftbomben drin. Das ist natürlich fatal für mich. Da komme ich jetzt mit den, ja, mal sehen, mit den 12er Luckys, wie weit ich da noch komme. Die große Bombe wäre natürlich schick, wenn wir die wegmachen könnten. Oder auch den Zerschmetterer hier. Mal sehen, ob mir da nicht so ein paar Luckys bei helfen. Jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Jetzt bin ich allerdings schon im Bereich des Brutzlers und der brutzelt mich jetzt auch eben mal weg. Ich denke, das werden wir so nicht packen. Die Luftbombe ist denn noch ein bisschen stark. Ich meine, okay, ein Stern. Aber die Kanone lebt immer noch und feuert jetzt natürlich auf meine Nachthexe dort. Naja, eher suboptimal. Meine Base hat sich auch nicht großartig verändert. Ich habe sie jetzt so ein kleines bisschen verändert. Ich habe mal die Seiten zugemacht. Die sieht ja auch aus grauenhaft. Mal sehen, 58% ist immer schwierig. Eigentlich gewinne ich damit nicht. Denn so gut ist die Base nicht. Und meine Gegner hier oben sind schon relativ stark. Der hier allerdings hat es nicht verdient, mit seinen Schleichschützen bei mir zu gewinnen. Also könnte ich das doch mal packen. Meine 58 ist jetzt schon sportlich mit den paar Schleichschützen. Ich habe noch ein paar Bomben außen. Also haben wir den... Ja, haben wir doch mal gewonnen, eher recht als schlecht. Aber naja, Schleichschützen gehen wir natürlich auf die Fersen. Und aber 58%, denke ich mal. Ja, die Glocke gibt, glaube ich, nochmal 1%. Müssen wir mal gucken. Oder 2%, also 8% gibt die jetzt nicht. Außerdem ist mein Multimörser noch da, der jetzt die kleinen Bogenschützinnen hier einmal zusetzt. Oh, der muss sogar ein zweites Mal schießen. Aber es wären halt keine 58. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Und bleibt bei 50, also gewonnen hier. Ja,
ja, einfach mal schon ewig nicht mehr gewesen bei mir, Nachtdorf-Action, weil ich mich natürlich auch ewig ärgere darüber. Und deswegen machen wir lieber Tagdorf-Action, ich suche mal einen Gegner und dann komme ich gleich wieder. So, da habe ich mal einen gefunden, den können wir uns, glaube ich, nehmen. Der hat keinen Adler. Er hat keinen Adler und ich habe keinen Warden. Also Gleichstand. Gleichstand hier. Er hat eine Lücke, was da wohl drin ist. Ey, da ist gar nichts drin, aber er hat Clanburg-Truppen. Okay, Shit, er hat Clanburg-Truppen. Wirklich stören mich diese Clanburg-Truppen jetzt nicht. Da muss halt meine Queen drauf schicken. King hier mit rein, meine Mauerbrecher hier mit rein und den muss ich allerdings jetzt giften. So, das was ich ja habe, das seht ihr hier. Ich habe eine ganze Masse Bowler am Start und ich habe auch einen Clanburg-Golem. vielen lieben Dank, lieber Clan, dass ihr mir so ein Golem, so ein Golem hier in die CB gepackt hat. Das ist sehr, sehr nett von euch, kann ich nicht anders sagen, denn so ein bisschen Rathaus will ich hier erreichen. Ich habe hier noch einen Hock. Den könnte ich hier mal so ein bisschen setzen. Da hinten ist natürlich ein X-Bogen, der mir ziemlich stark zusetzt hier. Okay, dann nehmen wir mal hier nochmal. Dann räumen wir halt von der Seite auf hier. Das ist auch egal. King, haben wir hier noch was? Hier können wir noch in... Oh, das ist ja die Queen. Das wäre schön, wenn die Queen, die gegnerische Queen jetzt noch packt. Dass wir vielleicht noch so ein bisschen hier das eine oder andere Lager bekommen. Hier pumpt ja einer wie ein Irrer. Dann nehmen wir hier vielleicht das Dunkle noch mit. Schnell meine vier Bogenschützen hier raufgesetzt. Ah, es geht so. Das war jetzt nicht viel Gold, aber ich brauche auch primär Elex im Moment. Ich brauche primär Elex, das seht ihr. Warden läuft aus in 4 Tagen. Mein Labor läuft aus in 4 oder 5 Tagen, keine Ahnung. Also das brauche ich im Moment ein bisschen dringender und hier oben lässt es sich eigentlich nur mit solchen Truppen farmen. Ich farme halt im Moment ein bisschen mit Dunklen, um am Elex zu sparen. Ich traine die Truppe auch nochmal nach. Vielleicht tausche ich gleich mal ein paar Heiler auf. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier ruhig noch das eine oder andere mit. Ich muss hier übrigens üben, deswegen bin ich auch im CK dabei und natürlich, weil mein Warden auch levelt. Denn im letzten CK habe ich hier nicht sehr gut abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon wieder im Clankrieg sind. Oh ja, wir sind schon wieder im Clankrieg, aber hier tut sich im Moment nichts. Also lassen wir die kurz mal ausbilden und dann machen wir hier in jedem Fall noch einen Angriff. Sollte eigentlich nur so eine kleine Statusfolge sein, denn ich bin wirklich immer abends spät erst am Rechner, komme ganz spät zum Aufnehmen. Da kann ich auch nicht noch stundenlang hier rumquatschen, sondern ihr wollt ja ein bisschen was sehen, ein bisschen Action sehen, ein bisschen Rathaus 11, 10, 9. Ich denke, das gelingt mir gerade noch so ein bisschen so die Waagschale hier zu halten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, solange die Helden größer werden, desto länger brauchst du natürlich auch immer so ein bisschen zum Recken. Und ich glaube, ich habe jetzt wieder alles beisammen. Das dauert auch immer seine kleine Zeit. Also diese normalen Folgen, wie ihr sie eigentlich von mir kennt, die können sich auch schon mal über so ein paar Stunden strecken, weil ich natürlich auch ein bisschen spende, dann wieder ein bisschen rumquatsche, ein bisschen mal nicht da bin. Und dann fällt es mir immer wie Schuppen von Augen. Oh, du musst noch was aufnehmen. Und noch irgendwas zusammenschnibbeln für deine Community, die ja letztendlich am Leben Clash of Clans hier mit mir ja auch nur teilnimmt. Also ich bin am Wochenende auch in einem schönen Event, da könnt ihr gespannt sein, da werden wir sicherlich was sehen mit dem RH10. Und in welcher Form auch immer das sein wird, das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mal schauen, wie ich so Zeit habe, wie ich so Lust habe und wie ich solche Bases überfalle. Nee, die überfalle ich mal nicht. Da überfallen wir lieber mal andere. Ja, wir überfallen einfach mal andere, nämlich solche andere hier. Vielleicht muss ich auch wieder ein bisschen runter in der Liga. Ich bin ja relativ hoch und finde natürlich nur relativ, oder was heißt relativ, recht starke Gegner hier. Müssen wir mal gucken, dass wir hier was reißen. Hat natürlich eine Adler-Def. Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei, ist gut. Ich habe ihn hier dabei. Das ist noch viel besser. Jetzt muss man mal eben schauen. Ich gucke erstmal meine Mauerbrecher hier laufen, bevor ich hier jetzt meine Erdbebenzauber setze. Und muss ich mal gucken. So, dann machen wir das mal ein bisschen weg. Weit die nämlich gehen. Die gehen schon wieder so weit rein hier. Und deswegen kann ich das hier, glaube ich, kaputt machen. So, kaputt machen da. Und allerdings hier mal schon so ein bisschen in Wut bringen. Hier habe ich so ein paar... Oh, Alter!
ist denn da los? Oh, 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 das geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, super. Oh, oh, mehr als suboptimal. Ich habe noch ein paar Hocks. Aber ich hab den Stern. Ich hab den Stern. Ja, gar nicht mal so schlecht. Hast du gut gemacht, Toto. Es sah jetzt nicht so super gut aus. Deswegen setzen wir mal hier ihn hier und hier ein Babydrachen. Dann haben wir hier oben eigentlich so ein paar Minions, die wir hier setzen können. Die nehmen das Lager da noch mit. Oh, der war jetzt echt hässlich, der Angriff. Der war wirklich nicht schick. Hier, glaube ich, wird mich nichts gefährden. Der Adler ist ja immer in jedem Fall auch down. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, den machen wir mal da weg. Um jetzt vielleicht da... Ja, kommen wir noch ans Lager? Ne, wir kommen da nicht mehr ins Lager ran. Okay, die Lager gehören aber noch uns. Ja, der war wirklich nicht nett. Mit dem Bonus könnte es dann doch noch was gewesen sein. Okay, da geht mein einer Lakai noch drauf. Und... schaffen wir die 50% denn noch? Dann gibt es wenigstens, glaube ich, ein bisschen mehr Bonus. Bei 70% kriegen wir eh den gesamten Bonus. Aber hier mit Bonus kann ich gerade mal so zufrieden sein. Ich glaube, ich bereite mich jetzt mal so langsam schon auf das neue Event vor mit den Heilern. Ich glaube nämlich, hier kriegen wir nichts mehr. Hier kriegen wir eh nichts mehr. Vielleicht noch aus dem Lager hier. Na, ein Schuss. Ja, ein Schuss hat es gegeben vom Lakaien. Das Lager nehmen wir in jedem Fall noch mit. Und dann haben wir 53% mehr. Denke ich mal, viel mehr wird es auch nicht. Da wird es jetzt auch nicht mehr groß am Bonus was geben. Ja, es ist ja in Ordnung. Es sind fast 500.000 Elex. Das ist das, was ich zurzeit suche. Geht ja. Dann noch mit dem Bonus hier. Alles gut, alles gut. Und ich würde sagen, wir schließen die Folge heute mal mit dem ungeliebten Nachtdorf ab. Na, vielleicht kriege ich da ja jetzt mal den Tagesbonus. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich hier im Moment hinterherhänge. Eigentlich ist es eine leichte Base, aber es ist auch eine schwere Base, um hier nämlich noch die fetten Prozente zu holen. Das kann immer mal ein Problem sein, dass sie hier natürlich auch so ähnlich wie in meiner vorherigen Base, kriegst du das RH ganz gut, aber das war es dann auch. Dann fehlen dir etliches an Prozenten, deswegen gucken wir mal, ob wir hier außen schon mal so ein paar Fallen haben. Ja, außer an Tesla ist hier nichts. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann nehmen wir uns hier mal ein Loch rein. Wo ist die dicke Kanone? Okay, die ist da. Hier rechts und links spammen wir jetzt mal so ein paar Barbaren schon mal rein. Denn die werden natürlich alle richtig schön rechts und links, so wie in meiner Base, in die Zerschmetterer reinlaufen. Ich nehme einfach mal schon mal so ein paar von hier hinten. Dass ich hier hinten wenigstens die Prozente kriege. Dass ich wenigstens die Prozente hier hinten noch mitnehme. Und ja, da sind wir bei 37. Ja, das ist wenig. Es ist echt wenig. Das ist zu wenig. 40%. Boah, das ist mau. Das ist echt mau. Ich brauche dringend eine Alternativarmee oder muss halt ein Mobile Device angreifen. Denn so bringt mich das nicht weiter. Mal sehen. Die beiden Bomber, ja, die packen es natürlich auch nicht mehr. Da können die ruhig Max-Level sein. Da machen die höchstens noch Max mehr Mauern kaputt, mehr nicht. Denn viel mehr reißen die dann hier auch nicht. Sie sehen natürlich schick aus, muss ich sagen, auf dem höchsten Level. Also in Deutschland herrscht eigentlich Vermummungsverbot. Daran hält sich der Bomber hier natürlich gar nicht. Denn der ist komplett vermummt. Beziehungsweise der hat ja so eine Schweißerhaube auf. Das sieht echt cool aus. Ich mag die. Ich mag die Bomber. Und ist eine coole Truppe, aber coole 43%. Das wird diesmal nicht reichen. Sollen wir reingucken? Ich meine, der kämpft schon ganz schön lange. Und da hat er ganz bestimmt mehr als 43% bei mir geholt. Das haben wir eben schon gesehen. Da haben wir es 53, aber auch nur ein Stern. Okay, das müssen wir hinnehmen. 39, 60 minus 30 Pokale machen wir jetzt sicherlich. Da ist noch Potenzial dabei. Ich denke mal, den können wir anstoßen, aber im Boost mache ich kein Video mehr. Das mache ich lieber ohne Boost und ich hoffe, die Folge so ein bisschen Update-Status hat euch gefallen. Clanspiele sind vorbei. Der Clanspiel-Wahnsinn geht allerdings hier weiter bei Clash of Clans in 4 Tagen. Geht schon wieder los. 4 Tage und 4 Tage, 11 Stunden. 4 Tage, 11 Stunden geht der Clanspiel. Wahnsinn weiter. Ihr seht mich auf jeden Fall am Wochenende, wie auch immer, in Videos, Livestream oder was auch immer. Bis dahin, euer Toto. Clash.